Heute gehen wir mal auf den Friedhof. Und zwar möchte ich euch mal zeigen, auch wie hier auf den Philippinen eben die Allerheiligen gefeiert werden. Da ist trotz der Sommertemperatur ist natürlich kein so Feeling von Allerheiligen wie bei uns, aber hier ist immer warm. Und dann zeige ich euch das jetzt mal. Die Familie hat mich eben dort eingeladen, mitgenommen und schauen wir uns das mal an. So, auf dem philippinischen Friedhof zum Beispiel zeige ich euch jetzt mal ein sehr ausgeweitetes, sehr prächtiges deutsches Grab. Also schon natürlich überall die Jahre kommen die Deutschen hier hin und ja, manche bleiben auch hier eben auf dem Friedhof. Hier sehen wir mal, hier ist er in der Grabkammer, praktisch eine Grabkammer, der Karl Josef Nö. 2006 ist er gestorben. Das ist interessant, auf dem philippinischen Friedhof einen Deutschen vorzufinden. Ja, so ist das nun mal. Yes, it's really interesting. On the Philippinian cemetery, a German. Yeah, there's a German. Yeah, same like me. All Saints Day. Then my father, yes. My father and my brother that way. Ah, that way. Uh-huh. Oh, my father and brother. Oh, this is also a large one, right? Mm-hmm. A family, yes. Maybe. Yeah, family. Yeah, Familiengrab. Yes. Muss auch. Mass. What is here? Mass. Ja, aber. Aha. Ja, ja, ja. All Saints Day, aha. Oh, very nice old tree there. Wunderbarer Friedhof, sehr alt, ist er sicher schon. Yes, yes, I want to see. Hold on a second, wait. Guck mal, diesen alten Baum, sicher schon ein paar hundert Jahre alt. Und hier ist jetzt auch eine kleine Messe im Freien. Natürlich findet hier alles am Freien statt. Seht ihr viele Leute. Ich muss sehen, wo ich hier hintrete, weil hier sind ziemlich viele Steine und Wurzeln und so weiter. Nicht, dass ich hier hinfalle. Das geht schon. Alles unter Palmen. Also wirklich ein super Friedhof. It's a big one, right? It's large cemetery. Large. It's from Sogod Cemetery. Yeah, yeah. Just this one is here. Two. In dieser Stadt Sogod haben sie zwei Friedhöfe. Schon ziemlich groß, also einiges los. Oh, she died, wait, 24 years. Aha, uh-huh. Yeah, she died young. She died young. Zwischendrin kleines Feuerwerk, irgendwas verbrannt. Ja, muss auch sein.
Bananen wahrscheinlich. We have smoke because we believe when we go home we need to across the smoke to leave all this is tradition. Tradition here. Ja, so sie müssen den Rauch durchqueren, wenn sie vom Friedhof wiederkommen. Das ist die Tradition und deswegen haben sie einige Feuer auch hier gemacht. Oh, very old. 1948, yes. Jetzt gehen wir ein bisschen durch den Dschungel. Wie gesagt, es geht immer weiter. Der Friedhof, überall brennen die Kerzen. Die Leute eben kümmern sich um die Verwandten. Aber überall sind Messen, überall raucht es ein bisschen. Eben damit man die Tradition dann aufrechterhalten kann. You go here once. Yeah, this is your father. Yeah, I see. Okay. Ja, hier sind wir jetzt am Familiengrab angekommen eben. Und jetzt werden dort eben ganz normal wie bei uns auch Blumen hingebracht und alles all das. Kerzen angezündet, all das gleiche ist die gleiche Tradition wie auch bei uns in Europa. Sind die Blumen, sie haben alles eingemeißelt.